Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Es Reiter und wir sind in Folge 176 von Aborion. Ja, wir laden gerade hier den Bildschirm und da sind wir auch schon drin. Wir waren auf der Karte bei diesen Druiden-Geschichten da gerade, die sich hier wohl befinden. Und der Thomas Stehler hatte mir geschrieben, dass man hier so ein bisschen springen kann. Das wollen wir uns mal gleich alles angucken. Und das nächste Ziel wäre dann wieder dieses komische Forschungslabor da zu finden und da Rabatt zu machen, ne? Und ja, sprechen wir gleich noch weiter drüber. Nach dem Intro. Bis gleich. Ja, Thomas Stiel hatte das alles geschrieben hier. Ich müsste jetzt mal gucken, warte, wo müssen wir eigentlich hin? Das ist eine gute Frage, ne? Da wird mir so ein Fernreisen angeboten, hat er geschrieben. Aber ich weiß gar nicht, wo... Die Schiffswehr Schmuggler versteckt. Was steht da unten noch? Botan? Schiff von Botan, Schmuggler. Ah, da könnte ich schon wiederholen, oder wie sehe ich das? Naja, das lassen wir jetzt aber erstmal gerade sein, weil ich jetzt gerade erstmal wissen will. Ne, da ist der Ring, glaube. Das heißt, irgendwo hier muss diese Station gewesen sein. Die Forschungsstation. Aber wo? Schiff von das Imperium. Aber wir können das erstmal austesten, was der Thomas geschrieben hatte. Der Thomas hatte geschrieben, wenn ich den Traveler hier habe, ihn anklicke, dann kriege ich 1, 2, 3, das vierte ist Reisen, wie wir hier sehen. Linksklick zum Zielsektor ausführen. Und dann suchen wir uns hier mal gerade ein Ziel. Schiff von die Mad. Ah, da fliegen wir doch mal hin, oder? So, und dann kriegen wir dieses Reiseangebot. Circa 5 Sektoren, Eskorte, Unterstützung. Schnelligkeit ist Mittel. Ja. Kapitän, Tier 2 Entdecker. Hier, ich würde jetzt einfach mal Start klicken. Reisezeit sind 5 Minuten. Dann lass ihn das doch mal machen. Wir sind in der Drohne gelandet, okay. Dann gehen wir wieder auf die Karte. Schnellreisen läuft da, wie wir sehen. Keine Ahnung wohin. Jetzt sag nicht. Da ist ein Wurmloch. Und ich glaube, dieses Wurmloch haben wir noch nicht gesehen. Schade, ne? Jetzt müssten wir gucken, wie wir da hinkommen. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht hin, ne? Nee, das bringt uns jetzt nicht weiter. Schade. Jetzt, wo das da angezeigt wird, wäre schön gewesen, wenn wir da hinfliegen hätten können, ne? Ist das hier? Eine andere Koordinate einfach nur. Dann müssten wir mal schauen, wo wir Schiffe haben. Hier oben ist eins, das nennt sich meiner. Hat der überhaupt noch eine Aufgabe? So wie es aussieht, nicht, ne? Der Miner könnte doch minern, oder? Linksklickgebiet auswählen. Das Gefahr Hinterhalt. Sichtbar sofortige Lieferung. Sicherer Modus 2%. Das können wir so lassen. Er soll vor allem. Nee, das soll er einsammeln. Ah, das vielleicht auch noch, aber das brauche ich nicht einsammeln. Oh, hier gibt es reichlich davon. Vielleicht nehmen wir das Navonet auch noch raus. So, damit hat der was zu tun. Der ist auch ein Bergbauer, dann passt das ja. Und dann lassen wir machen. So, jetzt müssen wir wieder größer werden. Wen haben wir hier? Craft. Ich glaube, wir gehen da mal rein erstmal, ne? In den Sektor zu Craft wechseln, machen wir erstmal. Gucken wir uns Craft an, was mit dem noch war. Craft heißt irgendwie bauen, ne? Warum habe ich den so genannt? Das ist die gute Frage, weiß ich auch nicht. Okay, das ist ja ein sehr interessantes Ding, was wir da gebastelt haben. Was hat denn der da drauf?
Ach so, das sind Missionen. Dann brauchen wir das I und nicht das P. Doppel-Laser-Geschützturm, Bolter-Geschützturm. Ah, warte mal, das ist hier ein Artefakt-Schadenstyp Antimaterie-Hülle, okay. Pulskanonen, Bergbau. Bergbau? Ah, das ist ein Bergbau im Endeffekt. Okay, dann... Ach so, Kapitän, wäre vielleicht noch sie nicht zu sehen. Kapitän Tier 0. Spezialisiert sich ab Level 5. Was hat er hier noch drin? Ah, er hat einen Platz sogar noch frei. Schild Impenator Generator Y. Geschütztes Kontrollsystem. C-Stufe aufdeckender Radarverstärker. Hyperraumsprung. Ja, was ist das für ein Hyperraumsprung? Minus 18 Wiederaufladeenergie plus 1 Minute 30 Cooldown. Dafür kann er weiter springen, ne? Dann würde ich sagen, bei Festenstand nicht aktiv. Dieses System hat die ganze auf der Oberfläche. Der kommt dann hier rein. Das ist ja dann fest installieren und jetzt hat er eine größere Reichweite, ne? Gut, das war ja das Teil, was wir Boten abgenommen haben. Gut, das bedeutet, wir gehen auf die Karte, gehen hier hin und sagen ihm, ich glaube, der fliegt erstmal auch noch hier mehr, ne? Wo war das jetzt mit dem Dingens, ne? Wenn ich das jetzt wiederfinden würde. Das war... Auf jeden Fall war das ein Punkt, der nicht mit Dingens erschlossen war. Sag schon, mit Toren erschlossen war, oder? Hier, da ist er doch bestimmt. Der ist schon da? Respekt. So, Reisen. Linksklick zum Zielsektor. Nee, da will ich ja nicht direkt hin, das würde ja nicht so einen Sinn machen, ne? Fliegen wir mal dahin. Oh, Gefahr mit Hinterhalt, 99. Wähle einen anderen Zielsektor. Reisen war dieses Symbol. 74, okay. Anderen Sektor, das ist mir auch noch zu gefährlich dann. Die sind neutral. Ah, Gefahr Hinterhalt gleich annähernd 0. Das ist auch nicht so weit, ne? Vielleicht wählen wir nochmal einen anderen Sektor. Auch noch 0. Hier war schon eine andere Risikogesellschaft hier. 74, okay. 73. Hier ist 0. Starte. Flieg du da mal hin. Na, wir sind wieder in der Drohne. Aber ist nicht schlimm. Schiff von Botans Schmuggler. Aha. Sehr interessant. So, jetzt mal groß raus. Albatros und Asreiter 3. Asreiter 3. Springen wir jetzt mal gerade rein. Ist das ein Miner? Ich glaube, das war noch ein Miner, oder? Ja. Was haben wir denn hier für ein Symbol? Dieses ist sehr schwach verglichen mit anderen Schiffen in diesem Vektor. Okay. Wenn das so ist, dann ändern wir das mal gerade. Ja, der hat auch gar keine Waffen, ne? Dann gehen wir mal ins Baumenü. Gehen hier auf Waffen und gehen hier auf DPS. Ja. Hier sind so ein paar Türme drauf, ne? Was war das denn jetzt hier einer? Bergbaulaser, okay. Bewaffnet. Der
Den machen wir da auch noch hin. Geht nicht, weil der braucht wahrscheinlich Trinium haben. Okay. Super B-Sprayer. Der geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Nein. Reichweite Titan Schaden ist hoch. Den nehmen wir dann dazu, aber den mag er auch nicht. Warum mag er den jetzt nicht? Du hast hier keinen Geschützturm bauen. Geschütztürme können nicht auf Korrekturdüsen gebaut werden. Okay, ach, da unten geht's dann hin. Der Mau. Nicht genug Slots für den Geschützturm. Ah, da haben wir schon unser Ziel erreicht. Bewaffnete brauchen wir also nicht mehr. Bewaffneter. Aha, bewaffnet. Alles bewaffnet. Slot-Typ ist defensiv. Dreifach Flak. Die geht aus welchen Gründen hin? Trinium, okay. Hey, war das jetzt der, ne? Ja. Oder? Ja, defensiv. Das ist auch nochmal defensiv. Was haben wir denn hier noch? War das denn hier ein unbewaffneter? Ah, defensiv war das ja. Bewaffnet. Unbewaffnet, Standard-Reparaturlaser. Ja, den brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Unbewaffnet. Distanzreparaturlaser, okay. Schadenstyp Energie. Geht, sehr gut. Splitterraum hier, Torpedos wäre da noch mit. Aber da haben wir ja den, ne? Ja, ich glaube, einer reicht dann. Jetzt brauchen wir nochmal. Oh, hier mal Distanzverteidigungslaser, no nit. Geht der denn hier hin? Diese Distanzverteidigungslaser der entfernen. Wie, der ging da hin? Ja, dann lassen wir das doch mal so, oder? So, was fehlt uns? Kanoniere, ne? Das bedeutet, Baumenü verlassen und haben wir hier eine Station. Ja, was ist die nächstliegende, ist die Frage. Nee. Ja, jetzt war das jetzt mit Durchklickern. Ich glaube V, ne? Reparaturdock müsste das nächste sein. Nicht V, Tab ist es. Entfernung ist da. Interagieren. Ne, wir müssen gedockt sein. Traktorstahl haben wir auch schon machbar. Gut. Das ist ein Reparaturdock. Sehr schön. Traktorstahl angezogen. Und Crews anheuern. Wir brauchen einen Kanonier, den es hier auch tatsächlich gibt. Heuern wir den an. Wir haben hier Besatzungsmitglieder 2. Vielleicht nehmen wir hier nochmal 5 mit. Ich hoffe, wir haben so viel Kapazitäten, um die mitzunehmen. Gut, okay. Das heißt, der ist fertig. Fliegen wir gerade von der Station weg. Erledigt. Und dann. Der hatte Bergbaugeschütztürme, ne? Oder? Nee. Was haben wir dem denn jetzt gegeben, bitteschön? Doch, 2 Bergbauer waren dabei, ne? Oder? Ne, aber doch, da ist ein Bergbauer, nur einer. Naja, aber im Endeffekt
Wir schauen mal, was der machen kann. Kann er das? Gefahren. Ah, ne, da hinten waren sie sicherer. 15 Minuten Eisen. Lassen wir mal weg. Titan kann der ruhig sammeln. Und die Zeit drehen wir noch hoch. Und lassen wir machen. Dann haben wir den auch beschäftigt, ne? So. Ich würde aber sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Wir haben ein paar Schiffe jetzt hier Aufgaben gegeben. Der fliegt noch nach da. Wir müssen nachher hier gucken. Da können wir vielleicht sofort reingehen hier, oder? War das jetzt hier? Schiff Traveler. War das der Sektor, wo die Forschungsgeschichte war? Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir in der nächsten Folge event gucken. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.